Hallihallo, schön, dass ihr wieder reinschaut bei smartwatch.de. Heute gibt es von uns ein kleines Unboxing zur Huawei Watch GT. Das ist die Fitness- und Sportuhr, die in dieser hübschen Verpackung auf uns wartet. Was da alles drin ist, was die Uhr kann und einen ersten Blick auf dieses schicke neue Produkt, das gibt es jetzt bei uns nach dem Intro. Verpackt zu euch nach Hause kommt die Huawei Watch GT dann in dieser hübschen schwarzen und dezenten Kartonage. Das Ganze sehr dezent und schlicht gehalten. Da findet man erstmal auch gar keine Erwähnungen zu sonstigen Features oder so etwas, wie man es von anderen Smartwatches kennt. Aber das macht es natürlich umso interessanter, um die Smartwatch einfach mal auszupacken. Dann würde ich sagen, packen wir die Huawei Watch GT einfach mal aus. Die Schachtel ist relativ passgenau gefertigt, daher muss man ein bisschen Kraft aufwenden. Zack, und schon hat man hier einen Blick auf die neu erworbene Smartwatch. Wir haben hier die Variante mit Lederarmband heute bei uns. Es gibt auch noch die sportliche Variante mit einem Silikonarmband. Das ist dann für Leute gedacht, die zum Beispiel mit der Uhr auch mehr schwimmen gehen möchten oder auch vielleicht im Regen joggen. Da ist nämlich die Uhr dafür prädestiniert, denn sie ist natürlich auch wasserfest gefertigt. Dann schauen wir uns mal an, was ist denn da alles in der Packung drin. Zack, klappen wir mal auf. Hier drüben finden wir dann das Zubehörpaket. Das besteht dann aus einer Ladestation, einem entsprechenden USB-Kabel dazu. Es gibt dann hier zwei kleinere Quick-Start-Guide bzw. Handbücher. Da lohnt sich immer ein Blick rein, wenn man vielleicht noch nie eine Smartwatch gehabt hat. Dann hier drüben gibt es die eigentliche Uhr, sicher gelagert. So sieht das gute Stück auf den ersten Blick schon einmal aus. Die schauen wir uns gleich noch genauer an. Und wir schauen mal, ob wir noch was in der Verpackung drin finden. Nein, das wär's. Also noch einmal kurz zum Lieferumfang. Zwei kleine Quick-Start-Guides, beziehungsweise einer davon ist die Garantiekarte. Es gibt ein entsprechendes USB-Kabel, eine Ladestation sowie das eigentliche Herzstück der Verpackung, nämlich die schicke Watch GT. Ausgepackt sieht die Huawei Watch GT dann so aus. Sehr schlichtes, aber dezentes und tolles Design. Sieht wirklich sehr, sehr schick aus. Und ich habe für euch auch schon mal das Display angemacht. Und da kommen wir auch gleich natürlich zum Display. 1,39 Zoll groß, 454x454 Pixel das Ganze. Löst in Farbe auf und ist natürlich ein Touch-Display, was dann die Bedienung im Endeffekt sehr erleichtert. Eine weitere Besonderheit, die Huawei bei der Watch GT angewandt hat, es kommt hier kein Betriebssystem mehr von Google zum Einsatz, sondern ein hauseigenes. Das hat den Vorteil, dass die Uhr mit mehr Funktionen bestückt wurde. Das tut allerdings der Kompatibilität mit iOS bzw. Android dann keinen Abbruch, denn dafür gibt es dann eine sehr umfangreiche App, die euch dann allerhand Fitnessdaten von euch selbst auflisten könnt, wenn ihr das natürlich wünscht. Die Lünette ist rund, wie man unschwer erkennen kann, ist aus Edelstahl gefertigt, gibt es in den Farbvarianten Schwarz oder Silber und passend dazu, wie angesprochen, habt ihr die Möglichkeit, die Wahl zwischen einem Leder- bzw. einem Silikon-Kunststoffarmband. Die gibt es in den Farben Braun, Grau und Schwarz. Das heißt, das Uhrendesign ist sehr dezent, macht sich allerdings, egal ob ihr am Business-Trip seid oder eben zum Beispiel beim Sport, wirklich eine sehr, sehr gute Figur am Handgelenk. Mit dem Gewicht von 46 Gramm und auch aufgrund des Designs sieht man schon, es ist eine Uhr, die für die Herren ausgelegt ist. Das Gewicht ist so gewählt, dass man etwas am Handgelenk hat. Allerdings ist es auch nicht so, dass die Uhr sonderlich schwer auffällt. Sie bietet ein sehr angenehmes Tragegefühl. Betrachtet man sich die Watch GT dann von der Rückseite, dann gibt es hier einen Pulsmesser mit dazu. Der ist mit einer KI ausgestattet und soll so besonders genaue Werte liefern. Ihr braucht dafür auch keinen Brustgurt. Was ihr lediglich machen müsst, ist einfach die Uhr als Handgelenk anlegen. Zusätzlich gibt es natürlich auch eine Schlafüberwachung, einen Schrittzähler. Ihr könnt mit der Uhr auch problemlos schwimmen gehen, denn sie ist nach 5 ATM wasserfest. Das ist sicher für den einen oder anderen, der gerne schwimmt, aber auch eine Uhr einfach anbehalten möchte, mehr als interessant. Zusätzlich bietet die Uhr neben ihren Fitnessfunktionen auch wieder grundlegende Funktionen, die euch den Alltag etwas erleichtern sollen. Dazu zählt zum Beispiel ein Wecker, eine Textbenachrichtigung ist vorhanden. Wenn auf eurem Smartphone was Interessantes passiert, bekommt ihr hier dann einen entsprechenden Alarm, wenn ihr das eingestellt habt. Zudem könnt ihr euch vielleicht auch das Wetter anzeigen lassen. Und auch eine Anrufbenachrichtigung ist natürlich mit dabei. Neben den sportlichen Funktionen, die ich bereits angesprochen habe, gibt es auch eine Laufaufzeichnung, beziehungsweise es kann der Kalorienverbrauch bestimmt werden. Ihr habt dann hier auch in der hauseigenen App Möglichkeiten, euch diverse Sachen anzeigen zu lassen. Und auch während ihr beim Sport seid, kann euch die Uhr dann wertvolle Tipps geben, zum Beispiel, wie ihr eure Leistung verbessern könnt. Auch das ist für den einen oder anderen sicher interessant. Und ihr habt hier quasi ein Rundum-Sorglos-Paket 2018, was Fitnessfunktionen, aber auch Motivation und auch Alltagsfunktionen kombiniert. Für das Tracking unter freiem Himmel verfügt die Uhr dann über GPS, GLONASS als auch Baidu. Das heißt, ihr habt ja auch eine große Auswahl, was die Tracking-Geschichte anbelangt. Das ist interessant für Laufaufzeichnungen
oder auch für eure Fitnesspläne, die ihr euch dann entsprechend von der Uhr erstellen lassen könnt, beziehungsweise die Uhr kann euch auch mit Ratschlägen während des Trainings versorgen, was ihr besser machen könnt, beziehungsweise wo es vielleicht noch Verbesserungspotenzial gibt. Daneben gibt es auch alltägliche Funktionen wie Bezahlen mit NFC, es gibt einen Wecker, eine Stoppuhr, ihr könnt euch das Wetter anzeigen lassen, wahlweise gibt es eine Anruf- bzw. Textbenachrichtigung bei dieser Uhr. Also an dieser Uhr ist quasi alles mit an Bord, was 2018 up to date ist, und ihr habt hier quasi ein Rundum-Sorglos-Paket, egal ob es mit dem Lederarmband zum schicken Abendessen geht oder vielleicht auch wahlweise mit dem Silikon- bzw. Kunststoffarmband dann zum Leistungsschwimmen. Kommen wir noch zu einem interessanten Punkt, nämlich wie wird die Huawei Watch GT eigentlich aufgeladen? Man hat sich hier für eine Ladestation entschieden, die einfach per Magnet unten dran geklickt wird und dann ist die auch fest, wie ihr seht. Das ist nicht so ein billiger Pogo-Ping, sondern das ist wirklich sehr, sehr gut gelöst. Und zur Akkulaufzeit, die Uhr soll bis zu 14 Tage durchhalten bei einem gemischten Betrieb. Wenn ihr das Display immer anhabt, weil ihr euch irgendwas anzeigen lasst oder sowas, dann soll es immerhin noch über knapp 7 Tage sein. Das ist schon mal mehr als bemerkenswert. Und auch ansonsten, danach muss die Uhr dann eben an die Steckdose und wird dann innerhalb einer bzw. 2 Stunden wieder vollgeladen. Wie das mit der Akkulaufzeit aussieht, weiteren Features, was die Uhr so kann und wie sie sich im Alltag schlägt, da schaut ihr am besten dann auf smartwatch.de vorbei. Den Link direkt zur Uhr und auch natürlich zu unserer Hauptwebseite findet ihr in der Videobeschreibung. Das wär's soweit mit unserem kleinen Unboxing zu dieser sehr schicken Smartwatch. Vielen Dank, dass ihr wieder reingeschaut habt, und bis zum nächsten Mal.